Einen schönen guten Tag. In diesem Video wollen wir Ihnen eine Frage beantworten, die immer wieder mal an uns herangetragen wird. Und zwar, wie kann ich meine Daten exportieren? Im schlimmsten Fall, wenn Sie kein Excel auf Ihren Rechner haben. Wir sprechen hier vom Export von Stammdaten, Artikelkunden, Lieferanten und so weiter. Und wollen hier mit einem praktischen Beispiel Ihnen diese Frage beantworten. In jeder Stammdatenmaske finden Sie oben rechts die Toolbox, die Sie anklicken können. Nun können Sie Excel Export anklicken. Sie wählen nun in diesen Fensterchen, je nachdem welche Version Sie installiert haben, CSV oder XLSX-Format. Wir sagen einfach mal CSV. Und wenn Sie Excel installiert haben, wird automatisch nun Excel aufgerufen und die Datei wird geöffnet. Hier finden Sie alle Informationen, die Sie dann irgendwie anders weiterverarbeiten können, wenn Sie wollen. Hierzu empfehlen wir Ihnen, sich auch die Struktur der Artikeldatei anzusehen, damit Sie wissen, was was bedeutet. Diese Artikelstruktur finden Sie im Übrigen, wenn Sie Ihren Explorer aufmachen, in Ihr Verzeichnis gehen, unter Wavi Profi 3 Dokumente finden Sie. Ah, das war jetzt falsch, Entschuldigung. Wir haben sie woanders installiert. Verzeihung. So, also das heißt, da wo Sie es halt installiert haben, müssen Sie schauen, klar. Dann finden Sie hier bei Dokumente Strukturartikeldatei. Das ist eine PDF-Datei, die können Sie aufmachen. Und hier werden Ihnen die einzelnen Felder erklärt. So, kommen wir nun zurück zum Export. So, jetzt können Sie sagen, wenn Sie kein Excel da haben, auf Ihren Rechner installiert haben, können Sie natürlich sagen, ja, wie kriege ich das und wo ist die Datei? Ganz einfach. Sie öffnen Ihren Explorer. Und nun gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wo diese Datei liegen kann. Je nachdem, welche Wavi Profi Installation Sie auch installiert haben. Zum einen gehen wir nun auf unser Laufwerk, auf unseren Computer, wählen dann unser Standardlaufwerk, also unser Windows-Laufwerk. Und jetzt wird es interessant. Jetzt müssen wir in den Programm-Data-Ordner hinein. Dieser wird von Windows nicht angezeigt. Sie klicken also in diese Breadcrumb-Liste da oben rein und geben nach dem C:\Programm ein. Das ist P-R-O-G-R-A-M und dann Data. Und drücken nun Enter. Und Sie sehen nun plötzlich den Inhalt von Verzeichnissen, die erst nicht sichtbar für Sie waren. Dann haben Sie hier den Wavi Profi 3 Ordner und Sie können nun bei Export CSV oder bei Export XLS die dementsprechenden Dateien finden. In unserem Beispiel sehen wir die Excel-Datei, die CSV-Datei, die wir am 24.10. um 18.42 Uhr, also vor wenigen Minuten, exportiert haben. Diese können Sie an dieser Stelle öffnen, kopieren, wie auch immer auf einen USB-Stick ziehen. Sie können damit tun, was Sie wollen. Haben Sie in diesem gewählten Verzeichnis keine Exportdatei, kann es durchaus sein, dass Sie noch eine ältere Wavi Profi 3 Version verwenden. Dann müssen Sie in einem anderen Ordner schauen. Sie gehen auf Ihr Installationsverzeichnis, in unserem Beispiel ist unser Testlaufwerk. Sie wählen das Wavi Profi 3 Verzeichnis aus und Sie finden nun einen WTemp, also das heißt einen Windows Temp Ordner. WTemp. Hier würden dann die dementsprechenden Excel- oder CSV-Dateien für Ihren getätigten Import liegen, die Sie an der Stelle wieder weiterverarbeiten, kopieren, wie auch immer können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dieses Video hat Ihnen Ihre Frage beantwortet. Einen angenehmen Tag noch. Tschüss!